Handeln handelt von Lenken, Lenken, Lenken. Ihr erfahrt Sachen, an die ihr nicht mal im Traum gedacht hättet, übers Lenken. Also wer diesen Film gesehen hat, der weiß wirklich alles oder sagt fast alles, was mit Lenken zu tun hat. Und herzlich willkommen zum Tutorial Webinar Lenken. Und zwar habe ich mir lange überlegt, ich muss unbedingt einen Film über das Lenken machen, weil man beschäftigt sich da, denke ich, ein bisschen zu wenig damit. Und man kann natürlich beim Lenken ganz schön viel falsch machen. Und wenn man sich mit Lenken beschäftigt, muss man sich natürlich auch mit Blicktechnik logischerweise beschäftigen. Das heißt also, wenn ich nicht richtig schaue, kann ich auch nicht richtig lenken. So, ganz wichtig jetzt erstmal, ihr dürft das Lenkrad auf keinen Fall festhalten, sondern das Lenkrad wird ganz locker gehalten. Und dann haben wir ja immer diese tolle 10 vor 3 Haltung, von der immer so viel geredet wird. Oder ich könnte die Lenkung natürlich auch hier halten. Ich mache es jetzt immer so, ich lasse es eigentlich meinen Fahrschüler ziemlich frei. Weil guckt mal, wenn ich langsam fahren will, muss, was spricht da dagegen, dass ich jetzt das Lenkrad einfach so halte? Weil eigentlich das Auto selber ziemlich gerade fährt. Ich muss da eigentlich gar nichts machen, sondern ich muss eventuell nur ganz kleine Korrekturen machen. Und dazu muss ich das Lenkrad nicht die ganze Zeit, vor allem so halb verkrampft, so festhalten. So, wir kommen jetzt zu unserer ersten Kurve. Und jetzt geht es natürlich immer für Fahranfänger los. Wie, wann, wo lenke ich? Und die meisten warten und irgendwann lenken sie und irgendwann lenken sie wieder zurück oder auch nicht. Und das werden wir uns mal genauer angucken, weil richtiges Lenken ist nicht einmal lenken und dann wieder zurücklenken, sondern ihr müsst die ganze Zeit lenken. Seht ihr? Ich fahre jetzt hier in die Kurve rein. Ich gucke, dass niemand kommt. So, und jetzt lenke ich rüber. So, und jetzt lenke ich einfach wieder zurück. Ihr seht, es sind lockere, leichte, ich sage jetzt einfach dynamische Bewegungen und nicht so starre Roboterbewegungen. Wir fahren jetzt da vorne links weiter. So, ihr seht, auch beim Anhalten machen ganz viele, dass die auf einmal noch lenken oder irgendwas machen. Und ihr müsst genau das genaue Gegenteil machen. Wenn ihr anhaltet, dann lasst ihr das Lenkrad locker. Genauso, was viele immer machen, wenn die losfahren, lenken die. Die fahren an und lenken schon mal. Alles falsch. Ich fahre einfach hier rum und dann lenke ich wieder ganz lässig zurück. Auch hier diese langgezogenen Kurven, da bin ich die ganze Zeit so ein bisschen am Lenken. Ich bin fast nie irgendwie starr mit dem Lenkrad und lasse es gerade, sondern ständig mache ich irgendwas. Seht ihr also hier jetzt auch, ich lasse das Lenkrad ganz locker. Und wenn ich in die Kurve reinfahre, dann lenke ich einfach so ganz lässig und zwar Millimeter für Millimeter. Ich lenke die ganze Zeit, wenn ich da durchfahre. Ihr werdet es jetzt zwar kaum wahrnehmen, aber ich bin ständig so ein bisschen am Korrigieren. Und es sind wirklich Millimeter, wenn nicht sogar Mühmeter. So, wir fahren jetzt die nächste rechts weiter. Seht ihr, ich muss gucken, wo die Kurve anfängt. Und dann lenke ich schön rein. Und dann lenke ich wieder schön zurück. Seht ihr, solche Kurven, auch ganz wichtig, ich muss in die Kurve reinschauen und dann lenke ich ganz locker. Und ihr seht auch hier, ich bin immer noch
am Lenken, jetzt lenke ich ein ganz kleines bisschen zurück und jetzt bin ich gerade. So, ich muss mal diese, jetzt ist die Fliege draußen, das ist ja verrückt hier, wenn man hier was sagen will. Und die ganze Zeit fliegt eine Fliege rum. Auch hier. Und hier kann ich natürlich das Lenkrad so ein kleines bisschen weitergeben. Das ist nämlich einmal das Problem, wenn ich nämlich lenk und nicht rechtzeitig das Lenkrad ein bisschen weitergebe oder das Lenkrad ein bisschen oder ein bisschen übergreift, dann ist nämlich irgendwann aus mit Lenken. Dann komme ich nicht mehr weiter. Das zeige ich euch jetzt aber gleich. So, da müssen wir aufpassen mit dem Kind. Das fährt einfach runter. Wir fahren jetzt einfach mal rechts. Und ihr seht auch die Kurve. Was ich meine, wenn ich jetzt so reinlenk, jetzt ist irgendwann aus. So, das kann nicht gut gehen. Also auch diese Kurve. Wenn ich jetzt so rumlenk, irgendwann hier ist es rum. Und ihr seht ja, das ist nicht so der Bringer. Hier jetzt wieder wichtig, wenn ich jetzt hier durchfahre, ich darf weder das rote Auto noch das Auto angucken, das mir entgegenkommt, sondern ich schaue genau in die Mitte. Und ihr seht, auch hier wieder ganz lockere Lenkbewegungen. Nicht so ratsch, ratsch, sondern ganz lässig. Wir fahren jetzt die nächste links weiter. Ich muss aufpassen mit dem rechts vor links. Ich muss mit dem Fußgänger aufpassen. Ich muss mit dem Radfahrer aufpassen. So, und jetzt sehe ich nämlich da drüben schon das graue Auto stehen und jetzt muss ich nämlich richtig viel lenken, dass ich um das graue Auto gleich rumkomme. Und kurz und auch wichtig, bevor ich in der Gerade bin, lenke ich dann wieder ein bisschen zurück. Auch hier wichtig, wenn ich hier jetzt fahre, hier suche ich mir meinen Weg jetzt schon. Also jetzt weiß ich schon, wie ich um das silberne Auto rumfahre, wie ich um das weiße Auto rumfahre, wie ich um das Auto da hinten rumfahre. Und ich habe mir auch schon überlegt, was ich mache, wenn jemand in der Kurve kommt. Seht ihr, ich lenke ganz locker rüber. Das sind ganz feine Lenkbewegungen. Und jetzt muss ich nämlich aufpassen, ich muss in der Kurve außen bleiben, falls jemand kommt. Da drüben steht ein Auto. Und jetzt kommt nämlich wieder das Übergreifen. Seht ihr? Und schon lenke ich wieder ein bisschen zurück. Ich warte also nicht, bis ich ganz rum bin, sondern ich fange immer vorher schon ein kleines bisschen an, zurückzulenken. Ich muss hier erstmal ein bisschen nach rechts, dass ich gucken kann. So, und jetzt geht's los. Jetzt lenke ich voll rum, übergreifen, warte und jetzt fange ich an, zurückzulenken. Und auch hier habe ich mir den Weg schon wieder gesucht. Ich weiß jetzt hier ganz genau, wie ich durchfahre und ich sehe auch schon, da vorne haben wir ein bisschen ein Problem mit dem weißen Auto und hier ist es jetzt ganz wichtig. Ich muss natürlich langsam sein, das heißt der erste Gang. Und jetzt fahre ich schon von Anfang an richtig in diese Engstelle rein. Ich gucke, dass ich in die Mitte reinkomme. Ich gucke weder das weiße Auto an, ich gucke weder den Zaun an, sondern ich gucke durch die Mitte, fahre rum, lenke ein bisschen rüber und fahre jetzt die nächste rechts weiter. Seht ihr? Hier warte ich jetzt und jetzt kommt wieder volles Umgreifen, zurück und wieder zurück. Und ihr seht, ich mache das völlig locker, ohne überhaupt ein bisschen Anstrengung, sondern das geht einfach ganz locker. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie es einfach nicht locker geht, wie es doof aussieht und man einfach, das ist einfach gar nichts. Das ist das sogenannte Melken. So. Es soll sogar noch Fahrlehrer geben, die das Lenken so ausbilden. Das sind wahrscheinlich dann ehemalige Bundeswehrfahrlehrer. Oder obwohl es sind manchmal nicht sogar Bundeswehrfahrlehrer, sondern das sind auch so. Weil zum Beispiel bei der Bundeswehr war es nämlich auch nicht erlaubt, den Daumen innen zu haben. Und zwar mit der Begründung, wenn das Lenkrad schlägt, haut es mir den Daumen ab. Und das könnte im Gelände passieren, wenn ihr in einer Spurrille fahrt, die Lenkung ist eingeschlagen, das Auto wird gerade rausgedrückt oder kommt in eine Spurrille und dann haut es das rum. Und das ist wirklich bei brutaler Geländefahrt, aber hier, wenn ich durchfahre, kann mir sowas nichts passieren. Ich muss also nicht darauf achten, dass ich den Daumen hier weg habe oder sonstigen Schwachsinn oder so, sondern einfach das Lenkrad
ganz locker halten. So, dann, was ich auch nicht machen darf, ist Television. Das ist, wenn ich jetzt praktisch so machen würde. Was hier in dieser Kurve auch nicht großartig Sinn macht, dass ich so lenke. Aber es gibt einfach Situationen, wo zum Beispiel auch dieses Television einfach Sinn macht. Und deshalb, ich sage ja, man darf da einfach nicht so verbissen sein und immer versuchen, diese 10 vor 3 Haltung oder sonst was zu haben, sondern Lenken, richtiges Lenken ist eigentlich eine Kunst. Und da gibt es 1000 verschiedene Variationen. Wie gesagt, auch beim Lenkrad halten. Und es ist ja sowieso so, sobald die Fahrschule vorbei ist und da niemand mehr neben euch sitzt, dann werdet ihr eure eigene Lenkhaltung finden. Und die kann so sein, die kann so sein, die kann so mit gestrecktem Arm hier vorne sein. Und es gibt da wirklich 1000 Variationen. So, hier wieder, ihr seht, ich lasse das Lenkrad los, sitze hier und das Auto fährt ziemlich gerade. Jetzt geht es ein bisschen nach links rüber, aber wenn ich jetzt ein bisschen korrigiere, geht das Auto weg. Auch durch die Kurve, seht mal, ich kann theoretisch mit einem Finger, sogar mit einem kleinen Finger, durch diese Kurve fahren. So locker laufen diese Autos. Das soll ich natürlich nicht machen, logischerweise. Ich soll schon beide Hände am Lenkrad lassen. Das heißt, je schneller ich fahre, desto mehr Kurven, desto besser muss ich natürlich das Auto unter Kontrolle halten. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Diese langgezogenen Kurven bereiten auch vielen immer ein bisschen Schwierigkeiten. Ich zeige euch das jetzt beim nächsten Mal. Seht ihr? Wir fahren jetzt rechts weiter. Das heißt einfach Blinker rechts. Guck mal, wenn ich jetzt hier rüber fahre, ich lenke gar nicht fast. Seht ihr? So, hier mache ich den Blinker aus. Und jetzt, wenn ich hier durchfahre, seht ihr, ganz lässig nach rechts. Ich passe auf den Fußgänger auf. Schade, ich hätte euch jetzt mal gezeigt, wie locker man hier durchfließen, sage ich immer schon, fast kann. Und dann geht es jetzt wieder ganz locker weiter. Seht ihr, ich habe das Lenkrad einfach ganz locker. Ich lasse die Arme hängen. Die Arme hängen sozusagen am Lenkrad. Die sind nicht starr, die halten das Lenkrad nicht fest. Also ich sehe das ganz oft bei Fahrschülern, seht ihr, dass das Lenkrad dann einfach festgehalten wird. Und wenn ich nämlich das Lenkrad so festhalte, dann übertrage ich jetzt nämlich jede kleine Lenkbewegung auf das Auto. Und das wird natürlich, je stärker ich dann anfange dagegen lenken, desto schlimmer wird es. Und es gibt auch Leute, wenn die das festhalten, die fahren praktisch immer übertrieben so, seht ihr? Die sind eigentlich dann ständig am Korrigieren. Schaut mal, wenn ihr hinter Autos herfahrt. Oder was Fahrschüler auch gerne machen, die lassen sich so ein bisschen rübertreiben und dann erschrecken sie und reißen das Lenkrad nach links oder solche Sachen. Das dürft ihr alles nicht machen. Wie gesagt, Lenken sind immer lockere, lässige Sachen. So, wir gehen hier rein nach Tübingen und ihr seht, es kommt wieder eine ganz lässige Linkskurve. Und das ist wieder, wenn ihr hier mal schaut, das ist eigentlich gar kein Lenken, sondern das ist nur so ein, das Lenkrad so 2 mm nach rechts. Und auch hier heißt es wieder, die ganze Zeit in der Kurve ein ganz kleines bisschen korrigieren. Nur ein ganz kleines bisschen. So, und jetzt schauen wir uns mal wieder einen Fehler an, den Fahrschüler gerne machen oder den auch gern Autofahrer machen. Das heißt, dass man einfach lenkt, ohne überhaupt hinzugucken, wohin man fahren will. Seht ihr? Das heißt, ich lenke jetzt praktisch einfach voll nach rechts, fahre jetzt hier rum und stelle dann fest, hoppla, ich habe zu viel gelenkt und muss jetzt wieder zurückfahren. Also lernen wir natürlich draus. Wir schauen erst und dann lenken wir. Nicht einfach mal lenken, weil die Kurve da ist. Oder so, aber dieses panische, oh Gott, eine Kurve, ich muss jetzt einfach volle Kanne lenken. Gehirn ausschalten und lenken. Das genaue Gegenteil. Gehirn ist eingeschaltet, konzentriert und ihr versucht ziemlich locker zu sein.
auch selber, wenn ich hier durchfahre, immer ganz leichte, lockere Bewegungen am Lenkrad. So, auch ein Fehler, den Autofahrer gerne machen, ist, sie fahren, sie möchten rechts abbiegen, aber sie bleiben kerzengerade, seht ihr? Dann stellen sie sich so hin, dann ist frei, dann fahren sie los und jetzt kommt die volle Rechtslenkung und dann kommt die volle Linkslenkung. Und dabei haben sich doch die Straßenbauer voll was gedacht, weil die machen keine 90 Grad Winkel an die Straßen ran, sondern die bauen immer so richtig schöne Sachen. Seht ihr? Ich kann hier jetzt schon anfangen zu lenken, muss aber mit dem Auto aufpassen, weil die parkt hier. Ich glaube, da ist sogar so ein bisschen Parkverbot. Und dann muss ich einfach hier rüberfahren und kann die Kurven richtig schön rumfahren. So, diese Kurven sehr, sehr schwierig am Anfang für Fahrschüler. Genau, weil ich ja immer denke, ich muss um die Kurve rum, dann habe ich vielleicht noch Angst um den Bordstein und dann fahre ich lieber mal ein bisschen hier rüber, seht ihr? Das heißt jetzt natürlich, seht ihr, wo ich fahre, ich bin sogar im anderen Fahrstreifen fast drin beim Abbiegen. So, jetzt möchten wir da vorne links abbiegen. Und zwar, wenn ich links abbiege, dann heißt das ganz klar, ich muss mich nach links hin einordnen, seht ihr? Das heißt, ich mache den Blinker links, ich ordne mich nach links hin ein in die Mitte, seht ihr? Und bevor ich anhalte, lenke ich schon ein bisschen rüber. Aber ich lenke nicht voll rüber, volle Kanne, so, oder ich lenke jetzt, wie wir schon gelernt haben, nicht im Stand, weil ich muss ja auch jetzt auf die andere Seite fahren und da vorne sehe ich den VW-Bus, an dem ich vorbeifahren muss. Das heißt, ich fahre jetzt rum und fahre natürlich gleich um den VW-Bus rum, logischerweise. Und hier bei den Autos gucke ich immer, dass ich einfach schön weg bin, dass ich einfach, wenn niemand kommt, auch mindestens einen Meter Abstand habe. Und muss richtig rumlenken. Und hier fahre ich natürlich auch gleich vorbei an dieser, an diesem Baum. So, ich tue langsam mit dem Auto da vorne, mach den Blinker links und jetzt fahre ich natürlich nicht zu weit vor, weil wenn ich jetzt natürlich zu weit vorfahre, muss ich praktisch jetzt aus dem Stand hier, seht ihr, in diesem komischen Winkel rausfahren. Blöd, oder? Sieht es nicht blöd aus, seht ihr? Da vorne jetzt rechts weiter. Und jetzt erinnert ihr euch, als ich euch erklärt habe, wie die Kurven gebaut sind, seht ihr? Ich muss nämlich, jetzt schaut mal, jetzt schon anfangen mit Lenken, dass ich hier schön eng rumkomme. Und jetzt, seht ihr, jetzt ganz langsam in Zeitlupe lasse ich das Lenkrad zurück und jetzt bin ich gerade. Ja, und guckt, ich gehe ein 0,3 mm nach links und schon fährt das Auto hier vorbei. Und wenn ich vorbei bin, gehe ich wieder ein ganz kleines bisschen rüber. Seht ihr, wie wenig ich eigentlich lenke beim Fahren, aber mit da vorne. Ich gehe einfach so ein bisschen nach links und weiß schon, ganz da vorne bin ich dann richtig. Ich lenke nicht immer, wenn ich da bin sozusagen. Also so, dass ich praktisch jetzt hier warte. So wäre es mit einem Panzer, muss man so fahren. Da muss man immer so praktisch gucken, wo man hinfährt und lenkt dann praktisch immer so drauf zu. Aber das brauchen wir mit dem Auto nicht, mit dem Leopard 2 auch nicht, mit dem Auto auch nicht. Da kann man nicht so richtig schön lenken. Seht ihr auch wieder da vorne wichtig. Ich muss in eine Kurve reinfahren, muss rechtzeitig lenken und darf auch nicht zu schnell sein, weil sonst treibt es mich aus der Kurve raus. Das haben wir hier ganz oft, seht ihr? Ich fahre ein bisschen zu schnell in die Kurve rein. So, und jetzt warte ich ein bisschen mit Lenken und jetzt gehe ich rum. Und manche, seht ihr, wie es mich jetzt hier aus dieser Kurve raustreibt? Und schlimm ist, manche Autofahrer merken das gar nicht. Die machen das, ohne dass sie es merken. So, wir gehen links weiter, seht ihr? Und wenn die Straßen schmal sind, dann gehe ich nicht so weit nach links. Ich muss mich zwar so ein bisschen nach links hin einordnen, seht ihr? Und jetzt schon fange ich wieder an mit Lenken, gehe rum, schalt in der Lenkpause, da haben wir auch noch nicht drüber geredet, und fahre dann schön weiter. Ich fahre also immer los, das haben wir gesehen, und dann schalte ich
in der Lenkpause. Wir gehen die nächste rechts weiter. Ich mache überhaupt nichts, gar nichts. Ich warte, bis die Kurve da ist. Und jetzt lenke ich ganz elegant rum, fahre rum, lenk zurück, batsch, batsch, batsch. Und jetzt fahre ich die nächste links. Ich gehe ein bisschen zur Mitte. Ich warte, ich lenke nicht zu früh, sondern ich muss ja außen sein. Seht ihr das? Und dann gehe ich hier schön rein. So, ganz wichtig, wenn man hier zum Aldi reinfährt, fahren die meisten so rein. Guckt mal. Gar nicht gut, oder? Ich muss nämlich auf der rechten Seite reinfahren. So, und auch wenn ich hier, schaut mal, wenn ich hier jetzt so fahre und ich fahre jetzt hier rum, dann fahre ich nicht so über die Parkplätze, sondern ich bleibe sozusagen auf der Straße. Und die Straßen sind diese grauen Dinger hier. Seht ihr wieder, wie elegant ich rumlenke und wie elegant ich zurücklenke? Schon allein wegen dieser Eleganz lohnt es sich, diesen Film anzuschauen. Das hat schon was Künstlerisches, was Ballettmäßiges, finde ich, dieses Lenken. Das ist echt ganz große Kunst. So, ich gehe hier wieder raus, seht ihr? Ganz lässig. Ich gehe schön rüber. Und auch hier wichtig, ich muss beim Rausfahren auf der rechten Seite sein. Seht ihr? Schön lenken. So, und es geht wieder voll rum. Und was manche auch gern machen, ist das Lenkrad loslassen. Na, also ich muss zugeben, ich mache es manchmal aus. Wenn ich zum Beispiel hier jetzt ganz normal fahre, das heißt, ich glaube, ich würde es hier nicht loslassen. Ich fahre jetzt mal ganz normal rum, wie ich fahre. Ich lenke auch rum. Das ist einfach so. Ich mache das einfach immer so, weil es so einfach am einfachsten ist. So blöd sich es jetzt anhört. Ich muss hier ein bisschen rüber, seht ihr? Und auch hier jetzt wichtig, wenn ich jetzt zu viel gelenkt habe, was viele machen, dann fahre ich nämlich so, lenke jetzt praktisch wieder rüber und erst hier lenke ich praktisch auf die richtige Seite. Das heißt also, nochmal, um darauf zurückzukommen, erst schauen, dann lenken. Hier zum Beispiel diese Kurve, ich möchte rechts weiter, seht ihr? Ich muss warten mit lenken, ich darf jetzt noch nicht lenken. Ich warte und erst jetzt fange ich an mit Lenken, gehe langsam rum, weil das Auto kommt, und jetzt lenke ich einfach gerade. Und ich habe die Sache absolut unter Kontrolle, total unter Kontrolle. So, hier wieder die Kurve, seht ihr, jetzt fahren wir sie mal richtig. Ich schaue über die Kurve und ich bleibe aber außen, ich bleibe auf der rechten Seite, seht ihr. Und jetzt hier habe ich jetzt auch nicht übergegriffen, sondern ich habe das Lenkrad einfach so ein bisschen weitergegeben. So, guck mal, jetzt fahre ich 30. Hey, und jetzt lasse ich die Hand einfach runter und halte das Lenkrad so. Und jetzt Frage an alle Experten wieder, die jetzt gleich wieder schreiben: Oh, Fahrlehrer, 10 vor 3 Haltung und weiß ich was, und gleich Fahrlehrerschein wegnehmen und entlassen und so. Was ist jetzt schlimm? Guck mal, kann irgendwas passieren? Ich roll hier, es ist kein Mensch unterwegs. Seht ihr, niemand rechts, links, vorne. So, und wenn doch irgendwas ist, dann mache ich doch einfach so, dann habe ich das Lenkrad wieder im Griff. So. Machen wir Blinker links, guck mal. Und jetzt warte ich, bis das Auto weg ist. Und jetzt fange ich schon an, ganz leicht rüber zu lenken. Und das Auto fährt rüber. Schon ein bisschen nach rechts. Und jetzt lenke ich einfach sozusagen gerade durch. Seht ihr? Ich fahre hier ganz elegant auf die rechte Seite. Ich habe, da vorne sehe ich schon das Kind. Und da das Kind mit so einem komischen Ding rumfährt, gehe ich einfach ein bisschen weg von dem Kind. Jetzt ist sogar noch runtergegangen. Hätte ich auch draufbleiben können, wenn ich das schon hier zeige. Mensch. So, gut. Wir gehen jetzt da vorne rechts weiter. So, ganz locker. Seht ihr jetzt wieder? Guck mal, und das ist jetzt wichtig. Wenn ich drauf zufahre, guck mal, dann lasse ich jetzt locker. Ich lasse locker. Ich lenke nicht mehr. Ich lasse das Auto einfach rollen. Seht ihr? Ich bin ganz locker. Meine Hände halten das Lenkrad nicht, sondern ich bin einfach locker, habe ganz locker angehalten. Ich gucke mir die Kurve an, da stehen die Kinder. Ich fahre jetzt natürlich nicht den Kindern fast über die Füße, sondern ich passe jetzt da natürlich ein bisschen auf und bleib weg, wenn die also nicht grün kriegen und drüber laufen. Aber die sind weg. Und dann bin ich natürlich jetzt schon wieder froh. Jetzt sind keine Kinder mehr da. Das heißt, es geht jetzt dann einfach ganz locker los. Und ich fahre jetzt hier wieder eine
perfekte Kurve. So, locker. Auch wichtig, Setter, wenn er hier steht, einfach loslassen. So, ich fahre los, Setter. Ich lenke und jetzt kommt das Schalten in der Lenkpause und weiter geht's. Immer wichtig. Erster Gang losfahren und dann in der Lenkpause schalten. Auch hier, guck mal, ich bleibe einfach gerade und fahre automatisch an den Autos vorbei. Das heißt, weil ich nicht vors Auto gucke. Wenn ich nur vor das Auto gucke, dann sehe ich nämlich nichts. Dann sehe ich nicht, dass jetzt da so ein rot-weißes Ding kommt. Das sehe ich im letzten Moment. Und ich muss dann wieder praktisch im letzten Moment ausweichen. Und das sieht dann wieder so aus. Dann sehe ich auch diesen Typ nicht, der da rüberläuft. Erst im letzten Moment und muss dann bremsen. So, wir gehen links weiter. Und jetzt ist es immer wichtig. Wir haben auf der anderen Seite zwei Fahrstreifen. Setter, guck mal, ich lenke immer schon ein bisschen. Setter? Ich habe angehalten und ich habe schon ein bisschen nach links gelenkt. Aber nicht voll, weil sonst ist es zu viel, sondern nur ein kleines bisschen. Und beim Losfahren werde ich dann sofort kontrollieren, ist es okay oder muss ich gleich ein bisschen nachkorrigieren. Weil ich möchte ja auf die rechte Seite fahren. So, ich bin wieder locker. Ich tue die Arme runter. Nicht festhalten die ganze Zeit. 10 vor 3, Daumen außen oder irgendwie sowas und Zwangshaltung, sondern lässig, ganz lässig. Arme, Finger, total locker wie beim Kartenspielen. Bisschen Gymnastik, bisschen warm machen. Schultern durchschütteln. Und langweilig. So ewig lang dauert immer. Komm. Yeah, yeah, yeah. Locker. Locker sein. Sei locker. Ja, jetzt geht's los. Also Setter, schön rum. Hopp. Hopp und schalten. Und ab geht's. Und jetzt kommt wieder so eine langgezogene Kurve, in der ich übertreibe es mal jetzt ein bisschen. Seht ihr? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich mache sozusagen die ganze Zeit das, aber nicht in diesem großen Bereich, sondern viel, viel kleiner. So, auch hier die langgezogenen Kurven. Einfach ganz, ganz lässig durchfahren. Schön in der Mitte bleiben. Aufpassen, dass er nicht zu weit rechts fährt. Das ist unangenehm. Vorne aufpassen, wenn wir zwei Fahrstreifen haben, dass er nicht zu weit links fährt. Dass er praktisch so die ganze Zeit fährt. Das ist also auch nicht schön, sondern ihr guckt, dass er in der Mitte fährt. Ganz, 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 ganz locker. So, ich muss natürlich immer noch 50 fahren. Und jetzt ist genau das Gleiche. Wenn ich jetzt dann schneller fahre, halte ich das Lenkrad trotzdem ganz, ganz locker. So, Fahrstreifenwechsel. Seht ihr? Auch hier lenke ich nicht. Seht ihr? Ich gehe einfach hier rüber. Gar nicht gelenkt. Jetzt gehe ich wieder rüber. Seht ihr? Ganz wenig. Ich mache es nicht so, dass ich praktisch Blinker links mache und rüber lenke. Das ist nämlich sehr unangenehm. Also das macht man natürlich auf keinen Fall. Und auch wenn ich hier fahre, habe ich trotzdem das Lenkrad ganz locker. Also auch hier, seht ihr? Es passiert nichts. Das Lenkrad ist total locker. Ich muss also das Lenkrad nur führen. Wenn ich rüberfahre, auch wieder. Seht ihr, ich lenke so gut wie nichts. Seht ihr das?
So, und jetzt auch da vorne die Kurve. Ich muss einfach gucken, wo kommt die Kurve. Dann mache ich jetzt den Blinker einfach nochmal rein. Ich bremse ganz sanft. Dann gehe ich so ungefähr runter auf 50. Schau auf den Tacho hier, 50. Gehe runter in den dritten Gang, lass die Kupplung raus. Und jetzt fahre ich hier ganz locker wieder rum. Ich habe überhaupt keinen Stress. Die Geschwindigkeit passt. Ich bin jetzt, glaube ich, ziemlich weit rechts, aber das ist jetzt nicht so schlimm in der Kurve. Das ist so. So, und jetzt gehe ich hier einfach links rüber. Und ich mache einfach gar nichts. Ich schaue schon rüber. Ich gehe runter in den zweiten Gang. Und jetzt fahre ich hier ganz lässig in den Kreis rein. Ich gehe nach rechts, schaue nach links und jetzt gehe ich ganz locker rum. Seht ihr? Ich lenke rüber, ich gehe rum. So, jetzt mache ich den Blinker rechts und dann gehe ich hier einfach ganz locker raus. Seht ihr? Wunderbar. Und jetzt auch, wie sehe ich denn, wie weit ich von diesem weißen Streifen weg bin? Ihr bekommt es ins Gefühl rein. Ich habe das jetzt einfach, ich fahre hier sozusagen echt nach Gefühl. Also ich gucke nicht die ganze Zeit vorne rechts runter, das geht nicht, sondern so blöd sich das anhört, ich weiß, dass ich richtig fahre. Und so muss das bei euch auch sein. Ihr dürft nicht immer die ganze Zeit versuchen, in den Spiegel zu gucken und der Linie dann sozusagen entlang fahren, sondern man macht es. Genauso, wenn ich da vorne jetzt durch die Schikane fahre, seht ihr? Ich weiß einfach, was ich machen muss. Ich fahre hier einfach so locker durch. Wunderschön. So, mit dem Radfahrer passe ich ein bisschen auf. So, da gehe ich ein bisschen rüber und gehe zurück. Und jetzt haben wir da vorne wieder so eine Kurve, die wieder so ein bisschen doof ist. Das heißt, ich mache jetzt einfach den Blinker links, gehe runter in den zweiten Gang und jetzt ist es wieder wichtig, ich muss jetzt wieder außen bleiben. Seht ihr? Das heißt also, ich gehe schön rum, lenke hier schön und fahre einfach rüber. Dann fahre ich nicht schneller wie 20. So, auch noch vielleicht ein Wort zum Blinken habe ich noch. Wenn ich natürlich irgendwas am Lenkrad mache, Blinkerscheibenwischer oder irgendwas, ich lasse das Lenkrad nicht los und nehme das, sondern ich mache das dann immer sozusagen mit diesen zwei Fingern. So, dann haben wir hier wieder den Kreisverkehr und dann fahren wir einfach mal schön durch den Kreisverkehr durch. Ihr habt nichts gesehen, oder? So, also, wenn man also, wir stellen fest, und mit dem hören wir jetzt auch diesen Film auf, wenn ich im Kreisverkehr vergesse zu lenken, dann fahre ich geradeaus über den Kreisverkehr drüber und ich muss dann ganz froh sein, wenn so eine kleine Insel ist und keine große Insel, weil da gibt es richtig schöne Videos im Internet, wie Leute mit vollem Karacho über diese Schilder, über diese Kreise drüber schanzen. Und mit dieser Bombensensation wie bei Top Gear beenden wir dieses nette Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Lenken, Lenken, Lenken.